Hier habe ich mal wieder einen Auflauf für euch. Richtig schmackhaft und zum Sattessen. Für 6 bis 8 Personen der Blumenkohl-Bratwurst-Auflauf. In diesem Video zeige ich euch, wie ich den gemacht habe. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Die Zutaten laufen hier wieder nur durch, aber wie immer der Hinweis, ihr könnt alle Zutaten unter diesem Video nachlesen. Als erstes wird der Blumenkohl in Röschen geschnitten und dann gekocht. Wie ihr seht, sind diese Röschen eher Rosen, deswegen werde ich sie später noch etwas kleiner schneiden. Dann wird eine Pfanne aufgesetzt mit etwas Butterschmalz drin und die Bratwürstchen werden von allen Seiten kräftig angebraten. Die Bratwürstchen werden entnommen und der Bratensatz wird mit etwas Wasser gelöst. Den Blumenkohl abschütten und gegebenenfalls noch etwas kleiner schneiden und in eine Auflaufform geben. Dann wird die Bratwurst geschnitten und die kommen dann ebenfalls in die Auflaufform. In den Bratenfond wird jetzt die Sahne und der Schmand eingerührt. Die so entstandene Soße wird jetzt schon mal in die Auflaufform dazugegeben. Die Pfanne kurz auswischen, dann wieder Butterschmalz rein und in dieser Pfanne werden dann die Kartoffeln gebraten. Sie werden nur etwas zerkleinert, aber nicht in Scheiben geschnitten. Während die Kartoffeln braten, können wir dem Auflauf jetzt noch ein bisschen Soße hinzufügen. Ich hatte von meiner Lauchcremesuppe noch 400 Milliliter übrig. Ihr könnt stattdessen natürlich auch 400 Gramm Schmand nehmen. Das sind dann 2 Becher. Jetzt kommen die Bratkartoffeln, die Röstzwiebeln und der Senf noch in den Auflauf. Alles gut verrühren und dann kann der Auflauf in den Ofen. Bei 160 Grad Umluft 30 Minuten. Und dann sieht der Auflauf so aus. Zur Deko jetzt noch ein bisschen Grün obendrauf und dann kann angerichtet werden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Weitere Aufläufe von mir findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.